Hier ist FatFred von FatSpielen.de mit der nächsten Episode Good Game Empire. Wir klicken die News weg und schauen, was passiert ist, sind mitten in unserer Burg wieder am Start und wen haben wir denn hier? Ah, die Spione sind wieder unterwegs. Unser Troll ist wieder da. Oh, Herr, ich bringe besorgniserregende Neuigkeiten. Die Raubritter dieser Gegend haben einen neuen König bestimmt. Diese Kriegsfürsten versuchen alle Verbrecher zu vereinen und das Königreich von innen heraus anzugreifen. Oha, das klingt nicht schön. Mal gucken, was wir machen können. Können wir dazu springen? Können wir diese Raubritterburg vernichten? Wie sieht es denn da aus? Mal gucken. Erstmal ein bisschen Spionage betreiben. Aha, aha. 14 Stadtwachen. Oha. Naja. Vielleicht sollten wir dem auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen und uns schließlich erstmal um unsere Burg an sich kümmern. Wie sieht es denn aus? Erstmal mit unserem Steuersäckchen. Alles klar, die Steuern nehmen wir doch gleich mal mit. Und schicken ihn mal wieder auf eine 10-minütige Kurzreise durch unsere Burg. Alles klar, los geht's. So. Dieses Mal wollten wir doch, glaube ich, Stallungen bauen, wenn ich mich recht entsinne. Wir schauen mal in unsere Quest. Aha, hier haben wir erstmal ein paar Münzen eingesammelt, das wissen wir. Und schauen wir mal, wie das hier aussieht mit den Stallungen. Wie war es denn nochmal? Wo war das denn? Nee, nicht Teufelsprofil, Feind für Er. Ja, genau. Mit Pferden sind eure Armeen viel schneller unterwegs. Baut eine Stallung. Wir wollen auch endlich mal berittene Einheiten bekommen. Und das heißt, wir müssen hier, ich glaube, erstmal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt an eine Stallung rankommen, ehrlich gesagt. Verschieben wir mal das hier ein bisschen. Ich habe echt keinen Platz mehr, oder? Ich brauche unbedingt eine neue eine Burgflächenerweiterung, die ich aber erst ab Level 10 bekommen kann. Aber ich muss jetzt hier erstmal irgendwie ein bisschen Platz schaffen. Ich mache mal den Käfig auch mal hier irgendwo in den Weg. Und dann könnte ich ja die Kaserne noch verschieben. Und dann kriegen wir da bestimmt gleich unsere Stallung hin. Alles klar. So, bauen wir das. Militär wahrscheinlich. Genau, da sehen wir es. Stallung. Schaltet Pferde frei, um Armeereisen zu beschleunigen. 45 Minuten. Oh, so groß sind die ja gar nicht. Alles klar, dann bauen wir das da rein. Und in 45 Minuten wissen wir mehr über diese Stallung. Alles klar, das haben wir gemacht. Was ist das denn hier? Ist das ein Baumhaus? Ein Versteck, tatsächlich. Schützt einen Teil der Rohstoffe davor, geplündert zu werden. Das ist ja witzig. Was kann man denn das... Ah, wäre natürlich witziger, könnte man das in den Wald bauen, aber das geht offensichtlich nicht, man muss auch in die Burg bauen. Dann ist es vielleicht auch nicht so ein gutes Versteck, aber na gut, gut zu wissen, dass es sowas gibt. Okay, so, wie sieht's aus mit unseren Nachrichten? Da können wir erstmal reinschauen, Nachrichten. Ah, wir haben wieder sehr, sehr viel bekommen, ich freue mich schon darauf, die alle zu lesen. Erstmal ging es um einen Sieg gegen eine Raubritterburg, gegen Grim Nastep. Aha, ein bisschen was erbeutet, sehr, sehr gut und wieder hochgelevelt. Wie geht's weiter? Barry50 schreibt... Deine Let's Plays sind schon cool. Vielen, vielen Dank. Danke, darüber freue ich mich. Danke für die Nachricht. Und Sumigamer schreibt, wende dich bitte an Jorgen, er ist der Allianzchef sozusagen. Ah, es geht wieder um Allianzen. Ich bin ja auch fast Level 10. Da habe ich euch ja versprochen, dass ich mich dann darum kümmere. Oh, hier kamen ja noch mehr. Wir wurden überfallen. Oha. Mopsel Mighty hat uns überfallen. Aber wir haben nur... drei Verteidiger verloren, so wie es aussieht, und konnten den Angreifer auch zum Glück zurückwerfen. Wie sieht es denn hier aus? Aha. Okay. Hat also geklappt. Das freut mich. Und es geht weiter. Aaron schreibt über Rohstoffe. Eigentlich habe ich dir 400 Holz und 100 Stein gesendet, aber dein Lager war voll. Ach so, stimmt. Wisst ihr, das letzte Mal, da hat mir Aaron einen leeren Marktkarren zugeschickt und er war gar nicht leer, aber mein Lager ist voll, deswegen konnte er mir gar nichts schicken. Alles klar, sehr gut zu wissen. Deine Mutter schreibt. Alles egal, bla bla, du hast mit diesem Team gespielt. Mixe deinen Cocktail. Ja, genau. Mixe deinen Cocktail ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und das haben wir jetzt auch ein Let's Play drüber gemacht. Wie geht's hier weiter? Sag dir was, Let's Play, sonst bist du dran. Alles klar. Deine Mutter ist schon ein witziger Typ, ey. Wie geht's hier? Lord McCoy hat uns ja schon mal geschrieben, ich weiß es gar nicht. Hey, du machst doch Let's Plays auf YouTube. Ich will nicht mal die Sachen vorlesen. Aha. Uninteressant. Alles 50 Mal schneller machen. Oh, das wird aber ziemlich ziemlich schlecht. Ziemlich schwierig, meine ich, das alles so schnell zu machen. Okay, aber gut. Man muss mich vielleicht entschuldigen. Ich muss es ja auch selber lesen. Deswegen muss ich es ja auch vorlesen. Aber ich muss es ja auch selber wissen, was in dieser Quest passiert ist. Aber okay, ich versuche trotzdem diesen... diesen Ratschlag anzunehmen und nicht mehr so viel vorzulesen, was im Questbuch steht. Besonders das, was ich jetzt schon 10-mal vorgelesen habe. Da hast du wahrscheinlich recht, ist jetzt auch langweilig, das noch das 11. Mal zu sehen. Und, aha. Okay, oh. Jetzt, Lord McCoy räumt ein bisschen ab.
räumt ein bisschen auf und sagt, dass ich schon ein paar Mülltipps bekommen habe. Ich hoffe nicht, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendetwas umgesetzt, was nicht so gut war. Aber, lieber Lord McCoy, du kannst mich gerne berichtigen, wenn du irgendwas siehst oder was ich irgendwie falsch gemacht habe oder so. Schreib mir einfach, berichtige mich, habe ich kein Problem mit. Ich bin ja für jeden Tipp dankbar. Falkenberg schreibt auch noch, hi. Ich habe dir 1000 Holz, 1000 Stein und 1000 Brot geschickt. Wow. Das ist ja echt mal ein netter Kerl. Sehr cool. Mach mal einen Account bei Upias. Hab ich schon. Hab schon einen Account bei Upias. Da könnt ihr mich auch finden. Fett, fett heiße ich dort. Und Morga schreibt wieder was über Darth Vader. Da wollen wir gleich mal gucken. Und erstmal Rohstoffe erhalten. Ah, das ist also das, was mir Falkenberg geschickt hat. Von diesen 1000 Einheiten sind nur 549 Nahrung angekommen. Weil ich nämlich mittlerweile einen Nahrungsmangel habe. Minus 7,6 pro Stunde. Oha. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall mal aufpassen, dass ich mein Farmhaus ausbaue. Wo ist das nochmal? Da ist es, mein Farmhaus. Und da ist auch noch ein Farmhaus. Und ich muss auch noch ein zweites bauen. Auf jeden Fall muss ich darauf achten, dass ich meine Nahrung wieder mal weiter steigere, die Produktion. Okay. Ist das nicht auch Teil einer Quest? Ich glaube schon, oder? Ja, Farmhaus auf Stufe 3 ausbauen, das muss ich machen. Das heißt, ich würde mal sagen, dann machen wir das doch glatt. Bauen ein Farmhaus auf. Das kostet gar nicht so viele Rubine, wenn ich nämlich die Stallung gleich fertig mache für 82 und los. Vielfalt für er, Quest ist erfüllt, eure Pferde stehen bereit. Sehr schön. So, jetzt können wir mich auch das Farmhaus upgraden und dann vielleicht hoffentlich diesem Nahrungsmalus entkommen und dann auch bald, oh hier noch ein bisschen Geld einsammeln, oh jetzt war ich zu spät. Dann auch vielleicht dazu kommen, dass wir hier nicht wieder ja, so viel Nahrung verbrauchen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja meine Armee aufgerüstet habe. Ich habe ein bisschen auf die Militär-Button rumgedrückt und was habe ich da alles? Ich habe, glaube ich, Verteidigungs- und Angriffseinheiten habe ich mir, glaube ich, geholt. Ich kann mal schauen. Im Militär-Menü müsste ich das doch eigentlich sehen. Auch bei Rekrutieren, wie viel ich habe. Ja, genau. Streitkolbenträger und Bogenschützen habe ich mir das letzte Mal geholt. Also, da ist eine Menge da. Und das ist doch auch eine ganz, ganz gute Sache. So, gibt es irgendwas, was ich noch machen kann? Ich glaube nicht. Das bin ich gerade dabei. Und für Fein für Air eine Burg geplündert. Oha. Schlagt eure Feinde, ehe sie es wagen, sich gegen euch zu verbünden. Das heißt, ich muss jetzt zum ersten Mal eine andere Burg plündern. War ja bisher immer sehr friedlich unterwegs, hat nur gegen Raubritterburgen gekämpft. Aber jetzt ist es zum ersten Mal Teil einer Quest, dass ich eine gegnerische Burg plündere. Ist natürlich schade, ich wollte eigentlich mehr friedlich unterwegs sein, aber was soll ich machen? Wenn das erforderlich ist, dann muss ich mich dem wahrscheinlich auch beugen und das dann tatsächlich machen. Wo ist meine Burg? Also oben links. Tja, eine gegnerische Burg. Aber ich glaube, die ganzen Burgen hier, die sind doch alle ein bisschen über meinen Horizont, oder? Hier sehen wir Level 53. Ich bin ja quasi hier ummantelt von großen, großen Burgen. Oh, hier, Ordensritter Sergio, der ist Level 8. Ich bin Level 9. Vielleicht könnte ich gegen den kämpfen. Hm. Haben wir noch jemanden? Das sind alles Raubritterburgen. Noch eine kleinere Burg. Hier ist jemand. Ordensritter Willkill. Hm. Tja, vielleicht muss ich mir tatsächlich... Oder ich überlege mir das und erfülle diese Quest erst, wenn ich in einer Allianz bin, in einer größeren Allianz. Habe euch ja gesagt, ab Level 10 wechsle ich in eine größere Allianz und dort habe ich dann ja immerhin auch noch ein bisschen Backup durch meine Kumpels dort. Und muss nicht vielleicht, wenn ich jetzt hier die falsche Burg angreife, dann ganz von vorne anfangen, weil ich dann im Umkehrschluss im Konter quasi fertig gemacht werde. Das wäre vielleicht eine gute Idee, dass ich das dann erst mache, wenn diese Allianzgeschichte durch ist. Das heißt, ich kümmere mich jetzt erstmal um etwas ganz anderes. Habe ich nicht auch noch eine Raubritterburg-Quest? Da könnte ich mich erstmal darum kümmern. Was war hier nochmal? Nee, das war was anderes. Teufelsbrut, genau. Raubritterburg Level 5 oder höher besiegen. Machen wir das doch erstmal. Eins nach dem anderen. Bevor wir uns um andere Leute kümmern, kümmern wir uns lieber mal um eine Raubritterburg. Also ab zur Weltkarte. Und schau mal, eine Raubritterburg Level 5 oder höher. So, das sind ja diese beiden. Die haben wir schon mal. Ah, ich glaube, wir müssen die nochmal aufleveln, ne? Ja, das haben wir das letzte Mal gesagt. Also klar, alles rauf da. Und Angriff starten und ein paar Streitkolbenträger. Ab in die Mitte. Und dann wollen wir diese Raubritterburg mal erledigen. So sieht es aus. Wir werden erstmal diese Raubritterburg hochleveln, damit wir diese Quest erfüllen können. Pferdchen. Jetzt haben wir welche. Ah, das ist ja geil. Das konnte ich ja bisher noch nie machen, weil ich ja keine Stallung hatte. Jetzt aber, seht ihr hier, Pferd plus 6% alle 10 Felder.
Streitrost, die kosten mir Rubine, die kosten nur Geld. Das heißt, da könnte ich natürlich das erstmal machen. Aha, wir werden also jetzt zu Pferde reiten. Und ihr seht es jetzt zum ersten Mal, wie meine Mannen nicht mehr zu Fuß unterwegs sind, sondern jetzt beritten, sich auf den Weg machen und dann vielleicht auch schneller, offensichtlicher schneller, 6% stand da, zu dieser Raubritterburg kommen. Das ist ja mal was Cooles. Das finde ich sehr, sehr geil. Besonders, wenn ich ja irgendwann mal, was sicherlich passieren wird, auch mal größere Distanzen zurücklege. Jetzt ist ja gerade so, dass ich ja eigentlich nur im Umkreis kämpfe, aber das wird sich bestimmt schon mal ändern. Und irgendwann werde ich dann dazu kommen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, hier oben mal Bukitti angreife oder sonst irgendetwas. Und da ist natürlich schon gut, etwas Zeit zu sparen, dadurch, dass ich berittene Leute habe. Alles klar, sehr, sehr geil. Das haben wir gemacht. Und ja, ich würde sagen, unser Let's Play neigt sich schon dem Ende zu. Und ich habe leider eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar werde ich die nächsten Tage nicht dazu kommen, Good Game Empire zu spielen. Ich bin nämlich auf der Casual Connect in Hamburg. Das ist eine Spielemesse, sehr, sehr interessant für unsere, für unser Business. Auf jeden Fall auch sehr, sehr cool, wenn ihr Twitter benutzt. Könnt ihr übrigens auch meine Tweets verfolgen. Ich werde dann live von der Casual Connect twittern und euch ein paar geile Insider-Informationen aus der Spielebranche präsentieren. Wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Wer sich dafür interessiert, einfach mal bei Twitter nach Fettspielen gucken und dann werdet ihr uns da auch finden und könnt ihr uns dann auch verfolgen. Aber das wird mich die nächsten Tage etwas in Anspruch nehmen, die nächste Woche. Ich werde vermutlich das nächste Let's Play erst in einer Woche machen, am Freitag. Und dann geht es dann weiter mit Good Game Empire. Und jetzt holen wir uns so schnell mal ein paar Steuern ab. Und das geht wieder los. Und bis dahin müsst ihr euch also begnügen, könnt gucken, ich habe ein paar andere Let's Plays vorbereitet und Tim ist natürlich auch am Start und führt seine Reihen fort. Und aber für Good Game Empire Fans heißt es erstmal ein bisschen warten, aber wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Euer FatFat von fettspielen.de.